Leute, dieses Video wird präsentiert von EA und Codemasters. Und da geht ein Danke raus natürlich an die Jungs, denn danke denen darf ich hier euch zum ersten Mal heute das erste Gameplay zu F1 23 zeigen, dem aktuellen Spiel zur Formel 1 Saison 23. Und es werden insgesamt 6 Videos werden mit jeweils 15 Minuten. Und das hier ist das erste, wo wir heute mal reinschauen. Und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Da sind wir auch schon im Hauptmenü des Spiels und lasst euch hier nicht irritieren von diesem Wasserzeichen, was hier durchgehend durchs Bild hüpft. Wie gesagt, das Spiel ist noch nicht komplett fertig, deswegen ist auch das Menü noch relativ schlank. Wir werden 3 Folgen zu Breaking Point insgesamt machen und 3 verschiedene Rennen fahren, 3 Gameplays dürfen wir zeigen und deswegen gehen wir auch heute direkt rein in das allererste Rennen in F1 23. Wir klicken auf Play und schauen mal, was uns hier erwartet. Wir haben hier den Grand Prix-Modus und Time Trial dürfen wir schon fahren. Wir gehen auf F1 23 natürlich, auch hier noch relativ schlank und wir werden heute fahren, liebe Leute, in Ungarn. Wir sind im Auswahlmenü der Fahrzeuge, das neu designt wurde und wie ihr euch schon fast denken könnt, welches Auto, welches Team wir heute mal wählen. Natürlich heute in Blau mal zur Abwechslung. Wir werden heute einsteigen in den Alpine. Es sind noch nicht alle Fahrzeuge komplett fertig. Ihr seht zum Beispiel hier der Seitenkasten vom Mercedes oder auch der Ferrari ist noch nicht komplett fertig. Aber der Alpine ist komplett durch. Der wird final dann wahrscheinlich auch so aussehen und wir gehen an den Start mit Pierre Gasly. Und ich habe mir überlegt, dass wir für diese Gameplays jeweils 35% Rennen machen. Übrigens ist jetzt komplett alles auf Englisch. Also es gibt hier keine deutsche Version dieser Preview. Also damit müsst ihr leben. Ich denke, das ist okay für euch. Hier werden wir jetzt beim Rennwochenende die 35% auswählen und gucken mal, wie sich das so fährt. Und wir gehen mal hier kurz in Rules und Flags rein. Es gibt übrigens hier in dieser Version noch keine rote Flagge. Also falls ihr das vielleicht irgendwie vermisst, wir stellen jetzt mal hier das Safety auf erhöht und damit starten wir auch schon rein. We're live on the outskirts of the capital, Budapest, at a track that's extremely popular with both the fans and our drivers. I'm talking, of course, about the Hungaroring, and we're about to begin the Hungarian Grand Prix. 14 corners then for our drivers to navigate at the 2.7-mile Hungaroring today. It's 6 lefts and 8 rights around a lap here, with average speeds in the region of 120 miles per hour. So with the race not far away from starting, here's what today's grid rundown looks like. Lance Stroll lines up on pole position, and Lewis Hamilton completes the front row. As we continue through the rest of the grid today, we have Sainz, Perez, Leclerc, Russell, Fernando Alonso, Gasly, Sargent, Magnussen, Hülkenberg, Albon, Ocon, Norris, De Vries, Oscar Piastri, Joe, Tsunoda. That's it then, it's time to go racing as we head down trackside for today's race. Natalie Pinkham joins me once again in the commentary box. It's fantastic to have you with us today. I'm curious though, how do you think the drivers stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? Well, the regulations aren't new anymore, but the teams and the drivers are still coming to terms with them. I firmly believe it's also track specific. We've seen some wheel-to-wheel racing throughout the year. Some tracks lend themselves better to it than others. I'd like to see it at every race in the whole season. Is that too much to ask? Da sitzen wir im Alpine-Cockpit und ich werde jetzt hier in diesem Video versuchen, so viele Details wie möglich irgendwie zu zeigen. Auch Regen werden wir haben, ganz am Ende des Rennens. Wir haben jetzt planmäßig einen Stop bei 35% Renndistanz, dann auf die Soft. Wahrscheinlich geht es aber eher auf die Intermediate-Reifen. Wir gucken mal hier auf die Autoeinstellung, denn da gibt es eine Neuerung und zwar bei der Radaufhängung. Da können wir jetzt plötzlich 41 Stufen hier einstellen. Da war ja bisher nicht so viel üblich. Das können wir also sehr, sehr fein einstellen. Ich werde jetzt das Ganze mal so einstellen, wie wir es im Vorgängerspiel hatten. Zum Beispiel hier die Stabilisierung. Können auch bis 21 gestellt werden und auch die Fahrzeughöhe kann sogar bis 50 hier hochgestellt werden. Also da gibt es deutlich mehr Möglichkeiten. Ob es das Ganze besser macht, werden wir mal sehen im Verlauf der Zeit. Wir gehen mal auf die Bremsen, da müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein, denn erfahrungsgemäß, da kann einen schon mal das Heck überholen, wenn man da zu arg in die Bremse steigt. Das werden wir gleich noch sehen. Hier bei den Reifen drücken, da gibt es eigentlich auch nichts Neues und auch bei dem Frontflügel, in Front- und Heckflügel-Einstellungen, da haben wir eigentlich noch die gleichen Werte. Und so gehen wir jetzt mal rein und starten mal das Rennen. Wir starten hier mal rein in eine kleine Einführungsrunde, die eigentlich ähnlich gemacht ist wie in F1 22 schon. Wir haben neue Anzeigen, neues Overlay, wie ihr seht. Geben mal Gas. Gearbox is responding normally.
make sure to warm up the tires and brakes. Warm the tires and brakes throughout the lap, please. Jawohl, Marc, werden wir machen. Und ich kann jetzt leider hier die Anzeigen nicht kleiner einstellen, Moment, weil das HUD noch nicht so einstellbar ist, dass man sich das so hinlegen kann, wie gewünscht. Auch der Rückspiegel ist noch nicht da. Kann man theoretisch einstellen, habe ich jetzt noch nicht gemacht, dass wir ein bisschen mehr von der Strecke sehen. Wir gehen auf unsere Startposition in die Startbox 9 und dann kann es auch gleich losgehen mit dem Rennen. Auf geht's! Das allererste Rennen in F1 23. Wir schauen mal, wie wir wegkommen. Die Ampel ist an und los geht's. Wir drücken ordentlich drauf direkt. Ohne Wheelspin geht's direkt dahin und direkt an Alonso vorbei, der hier nur von der 8 startet. Also ihr seht, die Fahrerstärken sind auch noch nicht komplett angepasst. Genauso wie die KI natürlich. Wir gehen jetzt hier mal Turn 1 außenrum. KI ist nicht so krass heftig eingestellt, nur auf 90 oder so, dass ich da ein bisschen mehr erzählen kann während dem Rennen, dass ich mich da nicht so krass konzentrieren muss. Wobei es echt richtig gut ist zum Fahren, wenn man wieder richtig viel Traktion hat aus den Kurven raus. Also ich kann relativ schnell richtig auf Vollgas stehen. Und ihr seht schon die Anzeige hier unten. Das neue Overtake und Gas und Bremse, also die Anzeige hier, die hat jetzt so ein neues kleines Feature bekommen, das ihr vielleicht schon gesehen habt, während wir jetzt das erste Mal richtig über die Curbs räubern und ihr seht, wir können das Auto abfangen. Richtig, richtig gut. Da kann man ordentlich drüber heizen, ohne dass man direkt sich weghaut. Also das geht ganz gut, dass man da ordentlich drüber heizt. Natürlich war es jetzt ein bisschen ein blödes Beispiel, dass wir da so dermaßen drüber räubern. So, und jetzt seht ihr auf der linken Seite, wenn wir bremsen, dann lädt sich das ERS so ein bisschen auf und wir haben so einen kleinen roten Balken oben und unten, der uns anzeigt, wie viel Energie wir quasi in die Batterie geladen haben durch das Bremsen. Und auf der rechten Seite haben wir zwei grüne Balken, die anzeigen, wie viel ERS noch vorhanden ist. Also wenn wir jetzt mal ordentlich draufdrücken auf der Geraden, werden wir hier jetzt während der ersten Runde auf Platz 8 sind. Dann sehen wir, dass der grüne Balken relativ voll ist noch. Wenn wir da drauf drücken, dann leert er sich hier auf der rechten Seite. Also die zwei kleinen Balken. Und auf der linken Seite haben wir zwei ganz mini rote Balken, die anzeigen, okay, in der Runde habe ich jetzt das ERS um ungefähr 3% geladen. Ist eigentlich ganz nett, ganz nettes Feature. So, Hülkenberg und überholt uns jetzt. Wir verlieren nochmal einen Platz. Müssen wir gucken, dass wir hier ein bisschen hinterherkommen. Und ihr seht schon, wenn ich jetzt hier den Berg hochfahre, oh, da war ein Verbremser drin. Da können wir dort ordentlich drüber. Ja, voll wie das Auto abgefangen. Also ich mache das jetzt natürlich mit Absicht ein bisschen. Wir machen jetzt ein kleines Experiment. Und stehen mal voll auf die Bremse. Und ihr seht, was passiert. Habt ihr es gesehen? Und Massencrash direkt. Wow! Und es gibt direkt... Wir haben direkt einen Safety Car ausgelöst. Ihr habt jetzt gesehen, beim Anbremsen, da war natürlich die Bremsbalance viel zu weit nach hinten gelegt. Deswegen hat uns da komplett das Heck überholt. Und ich hoffe einfach, dass das so drin bleibt im Spiel, dass wir da ein bisschen mehr gucken müssen, wie wir das einstellen. Also Bremsbalance machen wir da ein bisschen weiter hoch. Und die ersten Lockups haben wir auch schon gesehen, die ersten stehenden Vorderreifen. Wir gehen jetzt mal an die Box rein, holen uns neue Softreifen, während Alonso wahrscheinlich auch in die Box muss. Der hat auch einen Flügelschaden. Dann gucken wir uns mal einen Boxenstopp an. Wir müssen nachher wahrscheinlich eh nochmal reinkommen, um dann Intros zu holen. Selbst mit einem kaputten Flügel können wir echt gut beschleunigen, haben wir gut Traktion. So, Safety Car ist da. Jetzt müssen wir im richtigen Moment drücken. War okay, bisschen zu früh. Neue Animation. Die kann man wahrscheinlich auch weiter rüberlegen oder kleiner machen. Die wären mir jetzt ein bisschen zu präsent im Bild. Das Safety Car ist da und wir folgen Tsunoda im Alpha Tauri. Und die Box hat erst den Flügel nicht gewechselt, da die Einstellung hier auf Flügelschaden reparieren auf Auto war. Das heißt, die haben jetzt hier nicht das Ganze für notwendig gehalten, dass wir hier neuen Frontflügel bekommen. Jetzt sind wir mal gespannt, wie sich das Ganze jetzt hier fährt, zumindest hier in der Preview-Version. Und jetzt geht's weiter. Jetzt wollen wir wieder Gas geben. Schauen wir mal, wie wir hier rauskommen aus der letzten Kurve. So, in 5 Minuten regnet es dann. So, nicht so richtig gut rausgekommen aus der letzten Kurve. Gucken wir mal, ob das Anbremsen dieses Mal funktioniert. Jawohl, jetzt haben wir die Einstellung ein bisschen besser getroffen. Dass wir da auch Turn 1 treffen. Und direkt wieder Vollgas. Direkt kann man wieder voll draufstehen auf dem Gas. Gucken wir mal, ob wir da reingehen können. Innen rein, gegen Tsunoda, jawohl. Einen wieder geschnappt. Wieder voll auf dem Gas, ohne dass wir uns da Gedanken machen müssen.
Selbst mit beschädigten Frontflügel geht's ganz gut, zumindest die ersten paar Kurven. Kleines bisschen Untersteuern haben wir, aber wir kleben schon sehr, sehr hart auf der Strecke. Mal gucken, wie sich der Curb fahren lässt. Durch die Schikane hinter Bottas. Es sind nur noch 14 Kandidaten jetzt im Feld. Auch hier kommen wir gut drüber. Wir merken es ein kleines bisschen, aber es tatsächlich hat sich die Box da wahrscheinlich richtig entschieden. Denn wir kommen ganz gut hinterher mit dem Flügelschaden. Wir werden jetzt auf jeden Fall noch einen Crash provozieren. Oh! Oh, der war heftig. Der sah übel aus. Aber richtig abgeschossen, den Kollegen hier vorne. Oh! Also das Schadensmodell ist ähnlich wie im Vorgänger, auch wenn wir ihm jetzt hier richtig reinfahren. Oh, da ist hinten sogar der Reifen komplett geplatzt, da haben wir nur noch die Felge. Das sieht auch sehr krass aus. Also ein bisschen haben sie da auf jeden Fall was dran gemacht, wenn wir hier nochmal zurückspulen. Also das hat es auch richtig zerfetzt, das Auto. Der Heckflügel ist nicht beschädigt, aber Unterboden, das kannst du komplett vergessen. Also wir gehen natürlich nochmal die Rückblende, gehen nochmal zurück. Also jetzt nochmal ein artiges Überholmanöver, gehen wir mal innen rein, gucken wir mal, wie krass das Auto untersteuert. Hat sich ganz gereicht. Auch hier beim Rausbeschleunigen müssen wir jetzt natürlich so ein bisschen aufpassen. Wir dürfen jetzt natürlich da nicht zu krass Gas geben. Vielleicht können wir das nächste Überholmanöver direkt starten, wieder reinfahren in die Top 10. Nochmal runterschalten, früh genug Gas geben, auf den Curb drauf und wieder sehr früh am Gas. Haben jetzt ordentlich ERS gespart, gehen jetzt hier innen rein, ein bisschen zu spät wieder, aber es klappt. Klappt dadurch, dass die KI jetzt natürlich nicht maximal krass eingestellt ist. Können wir auch hier vorbeiziehen. Und sind damit auf der 10 und das war ein bisschen zu viel des Guten. Also nochmal Flashback, wir gehen hier nochmal rein. Können wir natürlich machen, es ist ja jetzt hier wirklich nur zum Zeigen. Also zu viel Gas dürfen wir nicht geben jetzt langsam. So, jetzt wieder früh aufs Gas und jetzt Gas geben. Joe geht rüber, verteidigt da. Wir gehen rechts und verbremsen uns wieder ein bisschen, denn jetzt wird es langsam nass. Jetzt wird die Strecke langsam nass, wie ihr seht. Sammeln da ein bisschen Gras auf und Norris, der uns da hinten reinfährt und wir verlieren das Auto nicht. Auch schön zu sehen, dass wenn man am rechten Vorderrad berührt wird, dass man sich nicht komplett direkt wegdreht. Ich werde jetzt noch absichtlich ein bisschen zu spät bremsen, damit man noch ein bisschen sieht, wie das hier aussieht mit dem Kies. Die Effekte sind jetzt noch nicht komplett überarbeitet, auch mit dem Staub, der da aufgewirbelt wird und da boxen wir Alonso raus. Seht es mir nach, dass wir hier ein bisschen Rowdy-mäßig heute unterwegs sind. Es ist einfach nur zum ersten Mal, dass wir uns das anschauen. Wie verhält sich die KI? Wie sind die Crashs, wie verhält sich das Auto, wenn wir irgendwo dagegen fahren? An der Vorderachse, wenn wir durchs Kiez heizen. Und jetzt gucken wir mal, wie die Strecke im Nassen aussieht. Die jetzt immer nasser und rutschiger wird. Und da kommt ein Tsunoda hier direkt aus der Box rausgefahren, den wir jetzt direkt hinterher fahren, mal die letzten Runden vermutlich. Ganz langsam geht es in Turn 1 rein, Tsunoda beschleunigt. Können aber ordentlich draufdrücken und haben trotzdem Grip. Tsunoda im Angriffsmodus, während da Norris aus der Box kommt. So, nochmal abbremsen auf Turn 1. Oh, da rutscht man doch ordentlich geradeaus. Es ist nur leichter Regen im Moment. Tsunoda geht nochmal vorbei. Es wird wahrscheinlich auch keinen Starkregen geben. Tsunoda bremst sich da innen rein und ihr seht ja schon die Wettereffekte. Also das blinkende Licht von Tsunoda sieht man jetzt ganz deutlich auch auf dem Asphalt. Das sieht super realistisch aus irgendwie. Natürlich ist da relativ viel Kontrast drauf auf dem kompletten Gameplay. Auch die Reifen und Spiegelungen sind extrem. Eventuell haben sich auch die ein oder anderen von euch komplett Starkregen gewünscht, aber das habe ich jetzt extra nicht gemacht, dass man da noch ein bisschen was sieht von der Strecke, dass wir nicht komplett alles voller Regen haben. In die allerletzte Runde der ersten Preview. Wir drücken drauf, nochmal alles an ERS raushauen. Ja, Frontflügeleinstellungen passen nicht so ganz. Wir haben da ein bisschen zu viel Abtrieb. Reinbremsen wieder wie gegen Alonso. Ah, kommt nicht so viel Gegenwehr. Da kommt nicht so viel Gegenwehr von Tsunoda. Aber wie gesagt, das ist alles erstes Gameplay. Das ist noch nicht das finale Spiel. Es wird sich da noch viel tun, aber jetzt haben wir zumindest in dem ersten Rennen schon mal relativ viel gesehen. Während Lewis Hamilton hier gewinnt, so wie es aussieht. Oh, da sind wir über die Linie. Im Alpine das erste Mal. Und seht es, da ist Hamilton und es ist trocken. Hat schnell abgetrocknet. It's a real step into the unknown. Planning goes entirely out of the window. Once again, it's the Silver Arrows who take the top spot. A well-earned victory for Mercedes. Perez zweiter, Max Verstappen dritter. Und da jubeln die Mercedes-Jungs und Mädels.
Bisschen Champagner gibt es dann auch noch. Animation ist ein bisschen überarbeitet, glaube ich. Kleines bisschen anders gemacht. Ein paar neuen Szenen. Wie Max hier direkt auf Lewis losgeht mit seinem Champagner. Haben wir einige DNFs verursacht. Nur 13 Autos hier im Ziel. Da waren wir natürlich ein bisschen selber mit Schuld, dass wir hier einige rausgecrashed haben. Auch absichtlich. Wird das nächste Mal dann nicht passieren. Wir schauen mal noch kurz auf das Replay drauf und gehen da mal noch auf eine Szene. Da sehen wir, wie das Ganze noch aussieht. Natürlich auch nochmal die Kameras durchschalten. Hier, wie gesagt, der Mercedes ist noch nicht fertig. Red Bull ist fertig. Ferrari wird überarbeitet. So haben wir. Ja, Haas ist, glaube ich, auch schon final. Jo, und das war ein kleiner Überblick, Leute. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten wieder dabei. Und dann schauen wir, was uns im nächsten Teil erwartet, im nächsten Preview-Video. Und dann würde ich sagen, haut rein und wir sehen uns dann beim nächsten Teil. Ciao, ciao.